So, nach dem kleinen Katzenwind sind wir wieder da. Wir hatten gerade technische Probleme, aber es dürfte trotzdem alles noch ganz in Ordnung sein. Wir haben eigentlich die Aufstellung soweit fertig. Olish als 10 ist ja noch sehr vakant, würde ich behaupten. Aber sonst, ja, auf der Reserve ist einfach Droppen die weg, Katscha weg, Kiracek weg, Guaida wird wahrscheinlich ausgeliehen oder sowas. Oder nur falls einfach auf der Reserve. Ilicevic weg, Westermann weg, Van der Vaart weg, Green ist nur ausgeliehen. Müller ausgeliehen, wird verliehen. Jung behalten wir erstmal auf der Reserve. Steinmann wird verliehen, Cherchi wird verliehen und Bruns halt auf Reserve. Also im Prinzip haben wir nicht mehr als 17 Spieler wirklich im Kader, die spielbereit. Insgesamt haben wir mit Olic einen spielbereiten Spieler in unserem Kader. Das ist aber, ist aber typisch bei uns, muss man sagen. Wir haben ja, wir haben eigentlich relativ kleinen Kader. Aber wir werden uns jetzt auf jeden Fall einkaufen. Und zwar, wir machen das glaube ich auch mit einem Scouting-System, oder? Ja, würde ich sagen. Ich wüsste jetzt nämlich auch kein auswendig, weil ich habe mir ja, wir können uns ein Bolo holen, aber... Nee, es ist so allgegenwärtig, brauchen wir nicht. Ich will so viel Halilovic von Barca. Barca Bill. Naja, weg, weg. Er ist aber ein 8, da muss man sagen, oder wir lassen das spielen, weil ein 6er ist er auch nicht. Ich bin maximal verwirrt gerade. Ja, wieso, was willst du machen? Hier, da. Ha, ich hab's gefunden. Ja, du bist ja krass, Alter. Du kannst das Spiel. Ich will, aber wie kannst du den Score? Na so? Na, ne? Jede Position, nein, wir wollen Stürmer. Wir brauchen eigentlich alles, ja. Stürmer, was brauchen wir denn? Stammspielerqualität. Obwohl, nee, wir wollen Talenten, ist das temporeich, gut. Aber ja. Temporeich ist immer gut. Vielversprechen. Reicht. Alter. Wir sind 24. Ja, würde ich auch sagen. Vertrag ist egal. Let's go. Ha! Ich hab's geschafft. Na, nee. Warte. Ich bin fast schon stolz auf dich. Das kannst du auch sein. Was machen wir jetzt? Brauchen wir noch einen brauchen wir auf jeden Fall einen Verteidiger. Ich meine, ja. Wollen wir Rajkovic jetzt verkaufen? Ne, noch nicht. Solange wir noch keinen adäquaten Ersatz hätten, würde ich noch lieber behalten. Aber jetzt brauchen wir auch keinen Verteidiger. Doch, wenn wir jetzt einen guten finden, würde ich den nehmen. Also anstatt Rajkovic. Er ist auf der Auswechselbahn gewesen. So, Kopfballspitze? Naja, Kopfballspitze? Allrounder. Ja, Allrounder finde ich geil. Ja. Und eigentlich sonst nur... Ja, warum? Nee, er muss nicht einfach eine Karriere raus, kein Ding dafür. Weiß es, man kann immer weiter gebrauchen. Ja, maximal 24 auch hier. Ha! Ich kann Scout auch... Nein! Didi Agonnen! Ja, cool, ja. Wollen wir kaufen? Weiß gerade gewechselt wahrscheinlich. Was brauchen wir noch? Wollen wir jetzt schon mal einen neuen Torwart holen? Dann brauchen wir auf jeden Fall noch irgendwas. Defensiven. Ah ne, okay. Ja, und hier ist auf der Bank. Ja, aber ein 10er Bochum. Ja. Offensives. Oder zentrales Mittelfeld oder auch? Naja, wir machen schon offensives. Da machen wir jetzt aber wirklich auch Stammspielerqualität. Und Vielversprechen? So. Aber wir machen Spielmacher, Vielversprechen, aber dafür ohne Stammspielerqualität. Alter 50, ja, das geht klar. Ich verstehe immer noch nicht, warum das immer so eingestellt ist, ja. So. Und dann kann noch ein machen, genau, machen wir jede Position, Vertrag, noch ein Jahr. Alter, maximal 32, sonst alle Attribute. Obwohl, nee. Ja, doch, wenn du schon nach jeder Position suchst. Auch vielversprechend machen, weil... Obwohl, nee, ja, komm, wir lassen es einfach mal so. 32 macht und vielversprechend. Also, ja. Da könnt ihr immer noch vielversprechend was? Ne? Ja, Olic, sagst du. Ja, Olic, sag ich. So, sonst eigentlich... Was das? Verkaufen tun wir? Kaufen noch nicht? Ja, mach weiter. Erstmal hier, komm. Auf geht's. Yay, der erste Tag ist geschafft und jetzt stürzt meine Xbox ab. Das wäre gut. Nein, das nicht. Anthony Martial könnten wir uns holen. Berami kommen, Konkurrenz für Holtby. Arzt haben sie roten, so wunderbar. Ja genau, jetzt wo Ibarbo weg ist, braucht Kai natürlich noch einen ähnlich starken Spieler. Wir haben 55. Du hast die Finanzspritze aktiviert, kann das sein? Oh fuck, der hat mir ein Geschenk gehabt. Jemand hat mir die Finanzspritze geschenkt gehabt. Ja Leute, das wird jetzt. Schalke will runter.
Ja, wir haben auch nur Hinte da. Oh, ist das, ich weiß nicht, ob das geil oder scheiße ist. Also wir haben mehr Geld, das ist schon nicht so schlecht. Aber jedenfalls der, der mir die Finanzspritze... Ja, halt, ne? Also 60 Millionen ist dann doch ein bisschen viel vielleicht. Ja, ist doch scheißegal, mein Gott, machen wir. Also komm, Herr Schalke muss für Roten. Wenn ihr Probleme habt damit, dann schreibt in die Kommentare. Und wenn nicht, dann machen wir halt gediegen weiter. Wir machen auch so wahrscheinlich weiter. Wollte ich gerade sagen. Das Geld, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Als ob meine Abonnenten Mitbestimmungsrechte haben. Und du bist ja witzig. So, Roten ist nicht mal weg. Aber scheinbar... Jedenfalls der mir die Finanzspritze geschafft. Mach sowas nie wieder. Schenk mir nie wieder Geld. Jetzt geht hier schon die Schläge. Ja, nein. Jetzt hau ich nicht hier. Ich kann nichts dafür. Die wollen sogar den Marktwert von Rotness bezahlen. Oh, mach 4,6. Ich hab grad 4,5 verlangt. Wieso soll ich jetzt 4,6 verlangen? Das ist ein bisschen. Ist doch scheiße, ist doch scheißegal. Dann gehen die erst recht auf 4,5. Nee, ich will jetzt 4,5. Ich will jetzt 4,5. Einige Kommentare. Ja. 15 neue haben wir schon, das ist ja. Dann sollten wir langsam reingucken. Der Nationaltrainer erst. Tolchets Gerci zu Crew Alexandra. Ja, ne? Viel Spaß da. Wird wahrscheinlich eh nie gehabt, aber egal. Mit 57 kann er da schon Stammspieler. Hintern schicken müssen. Da wäre sogar Stammspieler geworden. So, boah, ich komme überhaupt nicht klar, ne? So, hier. Gucken wir mal. Was war denn offensives Mittelfeld, Spielmacher, Fischortrain? Okay. Du, Markus Lopez. Eichicek. Markus Lopez spricht mich schon an. FCF. Hat sogar vier schnelle Skills, hat er ihn noch? Stimmt, der von City. Wow. Du kannst mit diesem Spieler echt nicht klar, ne? Ja, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, macht man. Aber der ist bei Lille, ist er ja ausgeliehen? So. Nee, sonst würde da oben, glaube ich. Warte, guck mal. Ach nee, stimmt. Wir sagen mal, dass sie den scouten sollen. Henrik Gulden. Nee, der ist auch schlecht. Oh. So, was haben wir hier? Nietzsche! Yusuf Paulsen. Yusuf Paulsen, oh, den mag ich. Aber da hätten wir natürlich gleich. Das wären natürlich drei richtig gute Stürmer, sind alle schnell. Ah, Yusuf. Ist er nicht erst hingegangen? Nee, Yusuf, okay, wir scouten mal auf Anthony Martial. Das sind, glaube ich, die Standardspieler, die man so kriegt. Die drei hier. Ja, und den Jev. Kurzawa. Ich würde sagen, zu teuer, ne, aber... Tja, Mensch. Aber ja, haben wir nach... Haben wir einen Innenverteidiger gesucht, der flexibel ist? Dann gehen wir uns einen Linksverteidiger, der vielleicht flexibel ist. Aber hier die Verträge, die auslaufen, ne? Ja, das wird dann... Boah, schon zu viel. Ah, den will ich. Den Julian Fabor. Guck doch weiter jetzt. Nee. Los bei dir. Ja, wenn die Verträge... Ah, guck mal, Schalke. Alter, Schalke ist so behindert, ne? Der ist selbst im Spiel. Zu Schalkes Verteidigung, er ist Schalke-Fan. Na, siehst du? Ja. Die Barbo verkaufen und dafür Rücken aufs Horn. Die sind auch ziemlich bescheuert. So, ja, ich weiß es nicht. Einfach mal ab und zu reingucken. Na, okay. Ja, genau, erstmal Karriere beenden. Kriegst aber gezeigt, glaube ich, für ein neuer. Stimmt, da steht's unten, ne? Ein neuer! Oh, wer ist es? Spieler verkauft. Schalke oder Chipka? Bitte, Cagliari. Cagliari? Nicht Cagliari, Cagliari. Ivo! Ich bin Deutscher, ich spreche das auch kacke aus. Ivo zu Freiburg. Deinen Verein immer ganz heute, ne? Komm, 3 Millionen. Haben sie. Das ist der halt ohne ohne Schmarrn. Kurzer Abschlussbericht zu kurz. Also. Wofür brauche ich einen Linksverteidiger? Ne, es ist Innenverteidiger, der Allrounder ist. So. Was haben wir hier noch? Abschluss zu Marcos Lopez. Kann man irgendwie die Skillstände sehen? Nein. Krass. Prio Vargas. Was ist das denn jetzt hier? Mopay. Nino Mopay, das ist auch ein Prio. Ja, das ist nicht auch ganz gut. So. Nijir. Cagliari. Okay. Cagliari. Cagliari. Ja. Ich bin gerade so maximal verwirrt. Lukas Rüyanscholl, ey. Boah, nee. Bleib mir weg mit dem. Meinst du mal scouten? Nein. So. Maxi Meier. Torgan Hazard. Maxi Meier kann man jetzt auch eigentlich leisten. Ja. Ohne Probleme. So, das kommen wir hier nochmal. Jetzt auch drei. Oh, Rainer. Auch von Red Bull. Ja,
Nemo. Melvin Lorenzen. Ach, der Killer. Ja, ein Tor gemacht. Ja, der 37 Minuten, da können wir meistens hinter sowieso noch gucken, weil jetzt sehen, was da drin ist. Ah, komm schon. 2,8. Einigen wir uns gleich auf 2,7 und dann habt ihr den Markt gesagt, die Ego. Ist doch auch ganz trotzdem viel zu viel. Die Folge geht doch gerade schon viel zu lange. Ich würde zumindest bis zum ersten Testspiel kommen. Hugo Lloris wechselt Juve. Auch ja, wer kennt's nicht? Leroy war da gerade, Junge. Ja! Ja, dieses Spiel, ne? Ja. Wir spielen gegen Arsenal. Echt? What the fuck, ja, okay. Alter? Leroy Sané. Leroy Jenkins. Egal, das sollte jetzt eigentlich erstmal der ersten Folge gewesen sein, wenn wir droppen die noch nach. Warum will Leverkusen droppen hier? Das macht keinen Sinn. Das ergibt natürlich. Das ergibt keinen Sinn, dankeschön. Ja, das man lernt immer dazu. So, wir haben eine Menge Kohle, wir haben eine Menge vor und wir haben eine Menge Mopay. Ha, weißt du? Oh nee. Nee, ich weiß es selber nicht. Nee. Scheiße. Das ist der beste Abschluss einer Folge, ja, den man machen kann. So, können wir uns mal Maxi Meyer an und meine Unwissenheit zu über Sport hätte. Ja, Junge, Alter. Der ist, kommt 3 Millionen. Ja, ohne ja, Scheiß. Ich kann nicht komm, so viel verlangen. Ja, Meyer, fuck. Guck mal, jetzt nochmal. Den holen wir uns jetzt nochmal ganz rasch. Für 5 Millionen. Und dann was jetzt wirklich von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es wird hoffentlich bald mehr kommen. Ist ein Bock. Ich hab Bock. Du hast Bock. Du hast Bock. Rohe Gewalt. Vielleicht brauchst du noch mal ein Zimmer auf, ne? Schick dich, ich bin nicht deine Freundin, Alter. Naja. Oh Mann, ne? Okay, dann sag ich jetzt aber auch vorübergehend zumindest. Haut rein. Das war jetzt nicht der Plan. Ne? Ne. Wieso ne? Aber ist okay. Nehm ich's damit. Ist okay. Haut rein. Nein. Wieso? Was wolltest du denn sagen? Ist egal. Ich will jetzt eigentlich die Folge nur noch beenden. Wir haben 2 Minuten drüber gehabt. Oh Mann, 10 Minuten hast du gesagt, ja, die Folge geht ziemlich lang.